Für Freunde des Selbstgemachten und falls ihr nichts wegwerfen könnt, bietet sich ein kleiner Besuch auf dem Muddymarkt an. Upcycling und Recycling steht da heute auf dem Programm. Ich bin Felix von der CAU Kiel und heute hier mit dem Verein Beitritt hier und beziehungsweise unserer Hochschulgruppe. Und wir machen heute aus diesem Tetrapack, die da auf dem Tisch stehen, Portemonnaie, die wir machen eins, was ist gerade frisch gebastelt. Und genau, aufgrund des Tetrapacks ist das Material halt sehr robust. Kann man dann zuschrauben, geht alles auf und ja, aus Müll quasi ein sinnvolles Tool gebastelt. Und das ist ein Projekt hier, um einfach generell darauf aufmerksam zu machen, dass man aus Müll noch was machen kann und dass man auch vielleicht Müll vermeiden kann an einem Stelle. Nie wieder Geld verlieren auf der Kiwo mit einem selbstgebastelten Portemonnaie, klappt das?